So, hallo, wir machen weiter bei Things. Und ja, wir müssen jetzt zum nächsten Level laufen, nachdem wir absolut RNG mit Save States zumindest abgeschlossen haben. Ich hoffe, dass Endless RNG keinen Mond enthält. Ansonsten muss ich mich da auch nochmal durchstaten, aber das werden wir dann erfahren, wenn wir die Monde abgeben. So, jetzt jedenfalls das Level mit irgendwas mit Bloody war es, ne? Genau, Tears of the Bloody. So, meine Erinnerung klappt noch ganz gut. Was auch ganz gut klappt, ist die Amazon-Lieferung von meinem Kirby-Spiel. Erst hieß es in 2 bis 3 Wochen und jetzt hieß es, es wurde versandt. Also kommt es jetzt wohl die Tage. Sodass wir also dann, wenn nicht irgendwas noch Dringlicheres dazwischen kommt, nach diesem Spiel hier Kirby spielen können. Für die Switch. Was mich freut, weil ich freue mich auf das Spiel. Gut, so. Tears of the Bloody. Okay, was muss ich tun? Hilfe! Okay. Muss ich springen öfter? Oder? Hä? Ah, okay. Ich muss im Rennen bleiben. Hätte ich mir fast sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal. Das hat mich jetzt nämlich gerade gewundert. Aber war das so oder war das? Ah, ich sehe die Wolken. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. So rum und dann nicht. Okay. Okay, das könnte interessant oder auch schwierig werden. Wir werden sehen, was es wird. Ah, ich muss gleich hier umdrehen. Okay, so. Ach so, das war jetzt einfach nur. Ah, das war einfach das Intro mal wieder. Okay. Kann ich umdrehen? Nein, umdrehen kann ich auch nicht. Aber direkt drüber geht auch nicht. Ich muss ein bisschen hin und her, oder? Aber wenn ich zu weit. Oder schaffe ich. Vielleicht schaffe ich doch den Sprung und es wirkt nur noch nicht so. Ah, okay. Gut, man schafft den Sprung. Ich habe jetzt überlegt, ob ich umdrehen muss irgendwo, aber okay. Okay. Ja, und. Nope. Aber chillige Musik. Ah, in die Richtung. Gecheckt. Okay, nice. Bisher gefällt mir das Level sehr gut. Weil das schon wieder so ein Level ist, was einfach funktioniert. Ja, man muss kurz verstehen, wie es geht. Und danach funktioniert es. Das ist ich, das ich mal. Mag ich. Ah, sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, was er alles so erwartet im Laufe dieses Levels. Ah, vielleicht, dass ich abspringe. So, und dann hier. Okay, Nice. Nice. Wir hatten schon mal, in irgendeinem Level hatten wir schon mal die Musik, aber nicht die. Also dieses Lied, aber nicht diese Version, richtig? Ich glaube, das war in dem Level, wo man an der Wand geklebt hat, oder? Müsste ich jetzt fast nochmal nachkontrollieren aus Interesse. Oh, ist das gut. Ah, ich muss spinnen. Jetzt. Und dann hier lang, okay. Und dann. Okay. Es war auf jeden Fall eine andere Version, aber ich glaube. Ach Quatsch, das war. Ich hab grad. Ich bin grad. Ich bin grad. Ich war. Hab das Lied gerade verwechselt. Das ist ja Bloody Tears. Oh!
Ich habe gerade verstanden, warum er Bloody Tears gewählt hat. Oh mein Gott, ich bin ja dumm. Natürlich. Ich habe gerade an ein völlig anderes Lied gedacht. Nee, es passt schon, alles gut. Ups. Okay, da muss ich ein bisschen dingsen. Hier, weißt du schon. Regrabben. Aber das wäre auch wieder so ein Level, wenn es nicht schwerer wird, das verliert den Flow mit Save States. Also dann würde ich die versuchen, hier wegzulassen, ne? Nice. Ah. Den Sprung, der Sprung ist noch ein bisschen uff. Aber den kriegen wir auch noch hin. Alles andere habe ich ja jetzt gecheckt. Hui. Das war zu hoch. Ich hasse Regrabs. Ich kann die nicht. Ich bekomme da einfach kein Gefühl für. Nein. Ich muss ein... Na, Mann. Ich muss nach dem Sprung die Sprungtaste drücken und wenn ich sie davor drücke, ist es zu bald, weil ich dann zu hoch springe. Also, Regrabs sind so ein... Ah, so ein blöde Technik. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Ich weiß auch nicht warum. Andere kriegen das doch auch ganz leicht hin. Ja, genau. Und jetzt und dann auf den da. Okay. Nope. So. Ahaha. Da war es wieder zu bald. Och Mann. Okay, ich glaube, ich werde nach dem Weak Weapon State setzen. Ich glaube zwar, da kommt dann bald der Midway, aber der Weak Weapon nervt mich halt schon wieder. Der nimmt nämlich auch den Flow raus. Genauso wie Save States nimmt der Regrab leider den Flow raus. Deswegen, ja. Das Ding ist, ich lerne die auch nicht. Ich kann die noch so oft machen. So, ich lerne die nicht. Ich habe den kompletten Hack fast nur mit Regrab. Also der fast nur auf das Lernen von Regrabs basiert war. Nämlich Kaizo Kindergarten gespielt. Ich hab's trotzdem nicht gelernt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, da brauche ich ein State. Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges, dann nutze ich ein State. Ist mir wurscht. Weil ich den Regrab sonst zu oft machen muss und das nervt mich. Ja, genau. Also ich setze vor dem Regrab einen State und dann... Ja. Bis dahin kommen wir ja immer wieder und wieder und wieder. Das ist keine Leistung. Ist halt schade, dass der Flow dann ein bisschen rausgeht. Aber was soll's. So, genau, das da oben muss ich dann lernen. Muss ich da zwischendurch stoppen? Weil irgendwie wirkt es so, als ob ich da langsamer werden müsste. Aber das wäre komisch, weil dann renne ich nicht mehr. Weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. Ich muss rüber, okay. Five.
Renn ich jetzt noch? Ja, okay. Röhre. Okay, das ist alles. Das ist, da oben ist das Ziel. Wäre dann eigentlich schon schön, das am Stück zu schaffen. Also nicht das Ziel, aber halt mit Rainer. Wäre dann eigentlich schon schön, das am Stück zu schaffen. Aber dafür müsste ich... Dafür darf ich halt bei dem Regrap nicht ständig versagen. Nee, komm. Passt schon. Wir müssen nicht immer... alles ohne Safe Stage schaffen. Das ist schon okay. Da bin ich irgendwie, verliere ich da Geschwindigkeit. Ich weiß noch nicht warum. Mist. Wie mache ich das? Oha, das hat ja gar nicht funktioniert. Okay. Na gut. Dann nehmen wir das halt so hin. Und jetzt geht's runterwärts wieder, okay? Auch interessant. Jetzt muss ich runterwärts rennen. Ah, okay. Schon verstanden. Den ersten Sprung habe ich schon verstanden. So rum. Was kommt da denn alles? Ah, falsch rum. Ach, Spin-Jump. Okay, ich habe den Spin-Jump nicht gelesen. Gesehen. Wie auch immer. Ich mach's immer falsch. Na, ah, erst. Okay, von dem Fisch aus mit Spin-Jump weg. Gut. Wobei es ja ein Delfin ist und damit kein Fisch, sondern ein Säugetier. Okay. Na, Und dann wahrscheinlich gleich nochmal abspringen oder so. Irgendwie sowas. Na, Mann. Nein. Sag mal. Und jetzt spring doch noch mal. Mann. Spring. Oh, Alter, dieser zweite Sprung. Pick den nicht hin. Ich krieg den einfach nicht hin. Muss mich kurz kratzen. So. Ja, super. Ey. Okay. Okay. Wir waren schon ein bisschen weiter. Okay. Aber
Gott. Ja, wie? Was? Wohin? Ja. Was genau will ich mit der Shell anstimmen? Muss da mal pausieren, wenn ich an der Stelle bin. Hey, wie hoch bitte? Wie hoch bin ich hier jetzt gesprungen? Ach komm. Ba, 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 ba. So. Ach, what? Die Wolken sind so rum. Ja, was soll ich denn da machen? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich. Ich glaube, ich soll da durchspringen, soll die Shell hochwerfen. Und dann passieren Dinge. Man merkt, es ist Schule, wenn ich wieder mitten in der Aufnahme anfange zu gähnen. Das ist faszinierend. Also irgendwie damit dann so hochwerfen. Na gut. So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Ich meine, ohne Safe-Sitz wären wir immer noch im ersten Raum, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ey, was ist denn das jetzt? Geht doch. Ey, das ist so knapp. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich richtig mache. Mann! Mal komme ich viel zu hoch und dann wieder gar nicht mehr. Also, es ist ja faszinierend. Wie... Wie soll ich da rumkommen? Nee, das, irgendwas weiß ich nicht, ob das... Ist das so richtig, was ich da vorhab? Aber anders kann ich mir die Münzen, die da halt sind, absolut nicht erklären. Jetzt war ich wieder zu hoch. Was ist denn das? Anders kann ich mir die Münzen, die da sind, nicht erklären. Am Mann, spring halt wieder ab. Scheiße. Meno. Meter. Ne, also... Wann springe ich da am besten ab? Setz ein State davor. Jetzt klappt's natürlich. Wann bin ich gesprungen? Ja, aber wohin dann? Oh, ich nehme die weiter mit, ich verstehe. Ah, verstanden. Oh, Spin Jump, okay. Mhm. Oh, das, trotzdem, der Sprung geht zu oft schief, als dass ich den nicht staten wollen würde. Ja, weil das ist schon... Ja.
Ist zu knapp. Ja, das ist... Ich springe da nämlich immer zu... Ja, zu komisch. Ich weiß noch nicht, wann genau man da... Springt man rein in die Schelle, so auch nicht. Jetzt hat es mal wieder geklappt, aber ich weiß halt nicht, warum. Oh, ich habe die Schelle nicht mitgenommen. Aber ich weiß halt nicht, warum. Okay. Ja, es ist... Ein bisschen Twilight and Error-Prinzip. Okay, und jetzt? Wait. Oh, ich verstehe, wie man an den Mond kommt. Dann spielen wir den Rest aber wirklich ohne States. Also da, bis darunter kommt man ja. Das ist dann wieder viel einfacher. Eigentlich ist wirklich nur der Shell... Die Shell... Der Shell-Sprung schwierig gewesen. Ah, okay. Nein. Mann. Das ist der schwierige Teil. Der ist der Grund, warum ich hier state. Wenn der Sprung nicht dabei wäre, würde ich es am Stück spielen. Lol. Aber hier sterbe ich einfach zu oft. Ich habe nicht geworfen. Mann! Mann! Der war gut. Der nicht. Jetzt ganz schnell. Ich hab komplett vergessen, wo ich bin. Jetzt war ich schon wieder zu hoch. Wie geht das denn? Meine Fräse. Aber solange ich auch beim State-Laden an genau dieser Stelle immer wieder sterbe, ist das State für mich okay, ganz ehrlich. Yes! Yes! Oh yes! Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder Mond lesen gehen. Ich glaube, 44 dürfte der nächste Dings sein, ne? Jetzt bin ich... Wieso bin ich schon wieder hier? Ich hab doch den anderen... Ich habe doch den Raum jetzt schon 3000 Mal gespielt. Speichert der das nicht mehr oder was ist das Problem?
Ich check's nicht. Das haben wir alles schon gemacht. Nee, ich spiele das jetzt nicht. Jetzt mache ich das mit Saves. So ein Quatsch. Once you continue, you cannot go back. Ja, ich gehe aber zurück. Ganz automatisch. Shit, gehe ich zurück. Hier war ich auch schon drin. Und den habe ich noch nicht gemacht, ne? Weil jetzt die 44 kommt. Aber was soll denn das? Habe ich das immer nicht gespeichert oder was? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Oh mein Gott, wir sind einfach schon durch. Oh nein! Oh, so geht's nicht. So geht's. Muss ich dann nur drauf springen. Okay, der Raum ist eigentlich einfach. Nice. Kann er jetzt bitte speichern, dass wir hier drin waren? So. Also. Levels with Moons. Secret Passage. Ja, den haben wir noch nicht. Das ist das, wo ich den Dings brauche. Hier, aus SMC2 Viech da. So, den brauche ich noch. Mach ich mal hier so. Ausrufezeichen. Absolut RNG, den haben wir. Hot Girls 21 Plus haben wir noch nicht gespielt. Vor dem Level habe ich auch Angst. After Dark City haben wir. Tears of the Bloody haben wir gerade geholt. Yoshi Overdrive kommt noch. Und bei Yoshi Overdrive haben wir auch einen Hinweis bekommen. Und Hard Times haben wir. Okay. Gut. Also, aktuell weiß ich dann noch von 3 Monden, die ich noch nicht habe. Genau. So, jetzt gehe ich hier normal raus. Und wenn ich jetzt wieder reingehe, wo starte ich dann? Hier. Wieso? Okay, verstehe ich nicht. Gut. Also jetzt habe ich das doch auch gespeichert. Jetzt war ich doch da drin. Aus irgendeinem Grund muss ich das... Vielleicht habe ich dann damals kein Level danach gespielt oder irgendwas muss ich da mal falsch gemacht haben. Das ist komisch. Gut, egal. So. Nee, da will ich noch nicht hin. Dann war es doch wieder der falsche Weg. Oh. Dann muss ich hier runter erstmal. Jawohl. Und dann haben wir nächstes Mal Laser Repellent. Da gibt es dann sicherlich auch noch einen Mond. Der steht halt jetzt noch nicht drauf auf den Dingern, aber gibt sicherlich auch einen Mond. Gut. Ach so, doch, ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. Weil immer nachdem ich die Monde gemacht habe, habe ich, glaube ich, den Part beendet und auch die Aufnahme. Und wenn ich jetzt den State hier nur setze und nachher wieder über den normalen Start reingehe, dann speichert er nicht, dass ich in dem Mondraum drin war. Das ist der Grund. Ich verstehe es. Ich muss den State laden nächstes Mal, wenn ich die Aufnahme wieder starte. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.